Genau, also hier siehst du das ein neues Angermeier-Trachtenmodell für die Kollektion 2014. Das Besondere für diese Saison ist definitiv der Schneewittchenkragen. Der Schneewittchenkragen, der rahmt wunderschön das Gesicht einer Frau ein und rahmt aber auch gleichzeitig das Dekolleté ein, gibt sehr viel Länge in den Hals und macht jede Frau einfach sehr edel. Liebe Männer, traut euch diese Saison. Einmal könnt ihr auf alle Fälle den Look etwas schicker machen, indem ihr die Fliege tragt. Und er hat jetzt ganz lässig das Einstecktuch sich in die Hosentasche gesteckt. Es ist natürlich auch möglich, wenn man dann, wenn es ein bisschen kühler wird, noch den Janker anzieht, dass man dann sein Einstecktuch passend zur Weste und passend zur Fliege trägt. Also Jungs, traut euch was. Hier sieht man ein ganz besonders schönes Modell, was Alina trägt. Mit vielen Details. Vorne ist eine ganz wundersüße Brosche. Aber das Allerwichtigste an diesem Dirndl ist, dass es auch ohne eine Bluse getragen werden kann. Und trotzdem das Dekolleté besonders einrahmt und auch das Gesicht schön einrahmt durch den Schneewittchenkragen. Besonders schön natürlich auch die Stickerei auf der Schürze. Aber natürlich, wie bei allen Dirndln, ist es auch möglich, unterschiedliche Schürzen zu tragen. Weiß ich nicht, wissen die das? Nina hat etwas gesagt mit Walzen. Also was natürlich ganz toll ist, du hast ja gerade ein Kettenbild. Heuer hat man unglaublich viele offene Ketten, also wie in der Mode auch. Heuer heißt wirklich, man darf richtig trumpfen und aufbinden. Es sollte natürlich auch immer zum Dirndl-Dekolleté passen, aber eine opulente Kette ist heuer total angesagt. Was an dem Dirndl unglaublich süß ist, ist ein Fotoprint, da sind Eulen drin und Wildtiere, auf schwarz mit Stern gehalten, all over über das ganze Kleid. Und was ich besonders schön finde, ist es endlich mal Samtschürze. Und zwar diese Samtschürze gibt es in verschiedenen Farben, jetzt zu dem Kleid natürlich passend mit schwarz und grün. Und was ganz Tolles, es hat halt hier diese Stickungen. Also das finde ich ist noch ganz was anderes, das hat man jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und wir haben es jetzt einfach mal wieder aufleben lassen. Natürlich hat das Kleid dann auch einen eingearbeiteten Spitzenrock und was man natürlich auch nicht verkennen darf, sind die unglaublich süßen Trachtenschuhe mit dem Spangerl in Schwarz, haben schönen Absatz, kann man auch wirklich auf der Bierbank Vollgas geben und man trotzdem unglaublich schicker ist. Früher hatte man immer Rock und Mieder und da gab es hinten tendenziell das Schlüsschen oder vorne eben diesen Leib. Und wir haben das jetzt in einem Dirndl zusammengefasst. Das heißt, es ist ein Einteiler, hat aber natürlich die Optik, als wenn es ein Zweiteiler wäre. Und das ist natürlich für die Frau super praktisch, weil man muss nur einmal zumachen und nicht erst den Rock und dann das Mieder. Also ich finde, es hat eine unglaublich schöne Optik. Natürlich auch vorne mit dem Schnürstepp und es hat Miederhaken, ist auch noch was anderes. Also nicht ein Dreißigstück oder Knöpfen und natürlich die Froschbrosche am Ausschnitt. Also eigentlich ist es empfunden von einem ganz alten, klassischen Plan. Also hier haben wir jetzt eigentlich mal ganz was Schönes und zwar haben wir da ein Pendant, Frau und Mann. Und zwar ist es diesmal ein Kleid aus Loden, mit Beere gehalten, mit einem Handtuchrock und Petticoat. Und der Mann trägt dazu natürlich die perfekt passende Weste. Das heißt, auch die Pärchen, die wirklich gleich auf die Wiesen gehen sollen oder wo man gleich weiß, er oder sie gehört zu mir, ist ja auch ganz wichtig, sind perfekt aufeinander abgestimmt. Mit einer schönen Hirschlederhose, Karohemd, also ich finde es eine traumhafte schöne Kombination. Und Grau wäre es auch immer klassisch. Nach wie vor im Trend, die Accessoires. Hier haben wir jetzt einen Hut, der ist von unserem Designer gemacht, der ist natürlich relativ aufwendig. Natürlich immer passend für die Frau, natürlich die Handtasche, darf man nicht vergessen. Schuhwerk, Kette. Was wir noch haben, ich zeige noch, wir haben unglaublich süße neue Jacken, die sind ganz antailliert, haben aber einen Ausschnitt. Also das heißt, man ist warm angezogen, kann aber natürlich trotzdem Dekolleté zeigen, was man natürlich auf der Wiesn gar nicht vergessen darf.